Wasser schütten lassen. Und die Schildkröte wollte nicht raus. Es war ein Mann, der ein großes Schiff gebaut hat. Das ist ein Schiff, das sollte einer bauen. Ein großes Schiff aus Holz, vielleicht 100 Meter. Das war ein Riesenschiff. Riesig, riesig. Wo ganz viele Tiere drauf sind. Immer zwei oder drei. Ein Mädchen und ein Junge. Da waren zum Beispiel alle Tiere drin, die in Madagaskar leben. Giraffen, Elefanten, Bären, Schlangen und Tiger und Nashörner, Löwen, Vögel. Vögel? Die können auch irgendwas mehr fliegen. Papagei, Martin. So Wildtiere. War das ganz, ganz viel Wasser, war das war ganz hoch. Weil da eine Flut kam über die ganze Welt. Der ist einfach irgendwo hingefahren und dann ist er auf dem Berg gelandet. Und dann hat der Sturm aufgehört und da hat Gott eine Taube geschickt. Die sollten was zum Essen suchen. Und drei Tage später, da hat die Taube irgendwo Land gefunden. Aber die erste hat es nicht gefunden, dann schickte er die zweite, aber die hat was gefunden. Das hat die Tiere gerettet vor der Flut. Gott hat hier ein Zeichen am Himmel gemacht. Das war so ein bunter gebogenes Teil. Ich kann mich noch erinnern, dass da ein Regenbogen war. Das zeigt nämlich an, dass er nie wieder eine Überschwemmung macht.